Habt ihr euch schon mal überlegt, wie ihr die Welt retten könnt? Nein, wir schon. Wir vom Zukunftsprojekt Erde. Hier im Rathaus Hannover kamen 3 Tage lang über 100 Schüler zusammen. Gemeinsam mit Wissenschaftlern suchten wir Lösungsansätze für die 7 größten Probleme der Menschheit. Artem und John berichten. Energie. Staaten missbrauchen sie als Machtinstrument und nutzen die Ressourcenknappheit schamlos aus. Doch die Technik zur Speicherung von erneuerbaren Energien ist noch lange nicht ausgereift. Zudem ist Energie nicht für jeden auf der Welt zugänglich. Wie soll das Problemkind Energie dazu beitragen, die Welt zu retten? Also es gibt bereits heute verschiedene Ansätze, um genau diese Thematik mit aufzugreifen. Stichwort Desertec, wo Energieerzeugung im Bereich der Wüste angestrebt wird. Zum einen ein Antrag zur Weiterentwicklung und Ausbauung erneuerbarer Energiequellen, zum Beispiel Solaranlagen auf dem Meer, dass man so Solarparks baut, genau wie diese Windparks, die man schon kennt. Die Fragestellung, die sich dabei natürlich ergibt, ist immer die Frage des Energietransportes. Wie kriege ich denn die Energie aus der Wüste weg? Ich kann da zwar viel Energie erzeugen, brauche da aber nicht so viel. Der zweite Antrag ist, wir wollen, dass wir Geld für die Forschung für Energiezwischenspeicher bekommen, damit gerade halt der Strom dann jederzeit abgerufen werden kann. Die Weltwirtschaft steht vor ihrer größten Herausforderung. Banken geht das Geld aus, Staaten gehen pleite. Was müssen wir tun, um Wohlstand überall auf der Welt zu schaffen und zu sichern? Den Themenbereich Infrastruktur, speziell in Afrika, da dort ja praktisch keine Infrastruktur existiert. Also wir wollen da wirklich Straßen verbessern. Wir wären auch dafür, dass wir dort öffentliche Verkehrsmittel einführen und auch die Wasser- und Stromversorgung weitaus verbessern, damit wirklich das Wasser besser ist, sauberer ist und auch für die Leute zugänglich ist, da durch verschmutztes Wasser ja auch sehr viele Krankheiten entstehen. Die Technologie entwickelt sich stetig. Die Anzahl der Internet-User vermehrt sich. Der arabische Frühling wäre ohne Facebook und Twitter kaum möglich gewesen. Löst die Vernetzung der Welt also alle Probleme? Weil ja viele Leute auf der Welt Social Networks benutzen, wie Facebook oder Twitter, dass wir da irgendwie eine Leiste einbauen wollen, wo die Hauptinformationen irgendwie kommen, die gerade auf der Welt passieren. Eisbären schwitzen, Kamele frieren. Dagegen muss was getan werden. Wie kann der Umweltschutz dazu beitragen, die Welt zu retten? Eine schwierige Frage, die man natürlich ein bisschen differenziert betrachten muss. Also die erste Frage ist natürlich, will die Welt überhaupt gerettet werden oder was erwarten wir denn davon? Das können wir machen, indem wir unsere Umwelt so sauber wie möglich halten. Dass wir eben versuchen, Wasser, Atmosphäre, Boden nicht zu stark zu belasten. Das führt natürlich dann auch dazu, dass wir, wenn wir den nicht so stark belasten, die Menschen dort wieder wohnen können, wo sie jetzt auch sind und eben nicht weiter wandern müssen in Gebiete, wo sie vielleicht dann wieder lebenswerte Umgebungsbedingungen finden. Unsere Lösungsansätze waren halt, dass man versucht, irgendwelche Motoren zu entwickeln oder auch zu forschen nach Möglichkeiten weniger CO2-Ausstoß. Und unser Antrag war halt auch, dass man versucht, bei Passagierflugzeugen vor allen Dingen an Meilen, sage ich mal, zu sparen, indem man versucht, die Flugzeuge alle voll zu kriegen. Viele Menschen auf der Welt sind nicht in der Lage, Freiheit zu genießen und selbstbestimmt zu leben. Demokratie gewährleistet genau das. Wie sorgen wir dafür, dass die überall verstanden und umgesetzt wird? Ich glaube, da gibt es 2 Ansatzpunkte, die wir haben. Das eine ist, wir müssen, glaube ich, in unserer Demokratie zeigen, dass sie nicht nur funktioniert, sondern dass sie uns ermöglicht, tatsächlich Freiheit und Selbstbestimmung zu gewährleisten. Dann funktioniert die so ein bisschen wie so ein Exportgut, dass man eben ein gutes Beispiel vor Augen hat. Und die zweite Geschichte ist, ich glaube, wir müssen uns sehr darum auch bemühen, dass die Lebensbedingungen in vielen Ländern auch besser werden. Sozusagen quer dazu liegt, was in unserer Gesellschaft stattfinden muss und auch in den anderen. Wir brauchen natürlich eine ausgiebige politische Bildung. Das, glaube ich, ist unerlässlich, um Demokratie gewährleisten zu können. Der Westen wird fetter und in Afrika hungern die Menschen. Dennoch werden allein in Deutschland jährlich 11 Millionen Tonnen an Lebensmitteln weggeworfen. Wie lässt sich das weltweite Hungerproblem endgültig lösen? Es gibt genug Lebensmittel, aber sie sind eben ungleich verteilt. Gerade die armen Länder, obwohl sie oft reich an Ressourcen sind, haben zu wenig, während die reichen Länder eben sehr viel Nahrungsmittel haben. Viele Menschen wissen gar nicht so wirklich was darüber und deshalb wollen wir das denen beibringen, jetzt zum Beispiel ein paar Schulstunden damit verbringen, damit die da auch viel darüber wissen. Die Europäische Union ist Friedensnobelpreisträger und gleichzeitig einer der größten Waffenhändler. Ist der Ansatz des Militärschriftstellers Vigetius der richtige? Wenn du Frieden willst, so rüste zum Krieg? Das ist natürlich eine Position, die man vertreten kann. Aber ich halte sie für völlig falsch und völlig
So eine Position sollte man nicht vertreten. Das ist, was man nennt, Realpolitik. Das heißt, so ist die Welt. Wenn wir wollen verhindern, dass es Krieg gibt, deshalb müssen wir uns rüsten gegen die bösen Feinde, die draußen in der Welt auf uns lauern. Die Frage, dass die Europäische Union den Friedensnobelpreis kriegt, ist, finde ich, auch sehr fragwürdig. Weil ich habe mich auch gefragt, wer nimmt den Preis da entgegen? Das wussten sie ja selber nicht, wer den entgegennehmen soll. Das ist also eine sehr eigenartige Konstellation. Und dann haben sie irgendwie gesagt, okay, geben wir der EU den Friedensnobelpreis. Man kann natürlich sagen, es ist das erste Mal, dass in Westeuropa seit 60 Jahren Frieden herrscht. So eine Situation gab es in der Geschichte nie. Das ist fantastisch. Das ist wirklich was, was für uns auch ziemlich schwierig zu verstehen ist, weil wir denken, Frieden ist normal, ist halt so. Gibt es halt immer. Ich bin damit geboren und auch ja, ich muss mir keine Gedanken machen. Aber gleichzeitig gibt es auf der Welt über hunderte von Konflikten, die gewalttätig ausgetragen werden, wo Menschen sterben, wo unglaubliche Sachen passieren. Insofern ist es wichtig, dass ist die EU sicher auch was Gutes. Aber man sollte nicht aufrüsten, um Frieden zu schaffen. Also Frieden schaffen kann man nur ohne Waffen schaffen. Ja, der zweite Antrag ist halt, dass wir die Politiker auf Fortbildung schicken wollen, auch zum Thema Frieden, dass dann die von Experten beraten werden, weil es gibt ja doch viele Probleme, von denen man eigentlich gar nichts so weiß und auch die Politiker vermutlich selber nicht so genau und dann halt, es gibt auch wirklich Experten, die sich dann damit beschäftigen und dass die dann damit regelmäßig Fortbildung haben, damit die dann diese Probleme auch besser lösen können. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Helft uns dabei, die Welt zu retten.